Biel Benke, ein traumhaftes Wochenende hat uns hier erwartet. Es ist gross angekündigt worden, der Paul Gschwind hat es erzählt. Und tatsächlich, Biel Benke voll im Schuss, ein riesiges Fest. Es ist losgegangen am Freitag zu oben mit einem ganz tollen, speziellen Konzert. Auf das gehen wir dann nachher ein. Jetzt habe ich den OK-Präsidenten bei mir, das ist der Urs Leu. Urs, wie war der ganze Ablauf bis jetzt? Wie ist das Fest vonstatten gegangen? Ich kann nur eins sagen, bis jetzt hat es hervorragend geklappt. Es ist alles so abgelaufen, wie wir uns vorgestellt haben. Und das Wetter hat natürlich dazu auch bestens gepasst. Jetzt, man spürt sich ein bisschen die Stimmung im Zelt, es ist richtig auftrieben. Die Sänger sind alle glücklich von ihren Vorträgen zurückgekommen. Hast du die Vorträge auch erlebt? Wie sind die für dich gewesen? Ich bin kurz in den Vortrag gesehen, einerseits in der Aula, hervorragend. Und dann natürlich in der Kirche, dort war es fast nicht zu übertreffen. Die Kirche war fast zu klein natürlich für die Haufen Leute, aber ich glaube, es hat allen gefallen. Und vor allem, ich habe bis jetzt von allen Sängern, die mich angesprochen haben, ein super Echo gehabt. Also hier einen herzlichen Dank an meine Kollegen und Kolleginnen aus dem OK und auch allen Helferinnen und Helfer, die da mitgeholfen haben, dass wir das Fest so haben können, starten. Ich habe gesehen, du hast die Organisation jetzt angesprochen. Es ist wirklich enorm viel gelaufen, wie am Schnierli. Habt ihr jetzt hier zurückgegriffen auf Erfahrung von anderen Festen? Oder wie sind ihr jetzt überhaupt dazu gekommen, die Organisationen so wirklich gut in den Griff zu kriegen? Ja gut, wir haben natürlich schon ein bisschen Erfahrung von anderen Festen. Vor allem ich bin ja eigentlich auch noch ein Turner. Ich bin ja nach wie vor im Turnverein. Und wir haben ja vor bald 20 Jahren, muss ich sagen, ein riesen Fest gehabt, wo wir das 100-Jährige vom Turnverein Biel Benke gefeiert haben, mit einer noch grösseren Festhütte. Und dort bin ich auch Vize-OK-Chef gewesen. Und von dort habe ich natürlich ein gewisses Know-how gehabt, um das Fest hier zu organisieren. Aber auch aus dem OK selber haben wir natürlich alte Füchse, die schon manches Fest organisiert haben. So, und jetzt eine ganz grosse Ehre, bei mir ist der Emi Kessler. Er ist Ehrenpräsident vom CVBB. Sag mal, was heisst CVBB? CVBB heisst Chorverband Beider Basel. Und ich durfte Emile Kessler kennenlernen, auch in meiner Tätigkeit als Dirigent vor ein paar Jahren. Dort war er noch sehr aktiv. Und jetzt, Emile, möchte ich gerne wissen, warum bist du hier heute nur als offizielle Funktion oder rief dich das Singen auch wieder zurück? Nein, jetzt als Ehrenpräsident habe ich wieder ein bisschen Zeit. Also ich mache noch so Repräsentationsaufgaben. Aber ich habe heute auch gesungen. Ich habe mit dem Gastchor, mit dem Gemischtenchor Fünf Liebertal, damit alle zusammen wissen, wo das Fünf Liebertal geht, von Bubendorf hindern. Und der ist in Bubendorf, das ist der ehemalige Männerchor von Bubendorf und der Frauenchor Ziefen. Die haben den gemischten Chor gegründet und mit denen hatte ich einen Auftritt gehabt. Und ich bin seit 2 Jahren wohne in Allschwil, singe jetzt im Männerchor Allschwil und dort habe ich auch noch als aktiver Sänger mitgesungen. Fragen wir doch schnell den Mann mit Erfahrung, wenn du jetzt zurückschaust und das Gesangsfest heute von der Leistung ein bisschen vergleichst, kann man sagen, wir haben ein bisschen die Talsohle durchwandert, wir kommen langsam wieder mit dem Singen vorwärts. Also ich besuche ja viele so Anlässe und ich bin heute überrascht gewesen, wie hoch das Niveau war. Wir haben natürlich auch sehr, sehr gute Chöre gehabt aus dem Zürichbiet und aus dem Aargau. Und ich würde eigentlich sagen, man kann allen zusammen einen Kränzchen winden. Sehr, sehr gut gesungen worden. So, ich habe es eingängig gesagt, wir haben einen ganz speziellen Freitag oben erleben hier in Biel Benke. Ist sicher nicht aus, dass man ein Gesangsfest mit einem Jazzkonzert anfängt. Bei mir ist der Urs Philipp Hug. Du hast das alles eingefädelt. Jetzt kannst du mir noch mal sagen, wie die Band geheissen hat. Ja, Swiss Yerba Buena Creole Rice Jazz Band. Das ist ein bisschen kompliziert, ich weiss es. Das kann es kein Mensch behalten. Okay, der Name ist kompliziert, aber die Musik war wunderschön. Ja, ja. Was hat dich dazu bewegt, gerade jetzt diese Art von Musik zu holen? Das war doch ein bisschen speziell. Ja, ich habe über 40 Jahre den gleichen Stil gespielt mit meinem Orchester, aber das haben wir nie erreicht, das Niveau. Das ist natürlich, die Welschen und auch die Franzosen sind da einfach viel besser, weil die spielen mit dem Herz und nicht mit dem Kopf. Oder? Wir Deutschen
Schweizer müssen immer alles technisch anschauen, anstatt dass wir eigentlich emotionell sind. Und das hat man gestern gemerkt. Sie sind also mit Freude dabei. Jetzt, Urs, was mir auch aufgefallen ist gestern, ist wirklich sensationell. Da sind nicht nur Biel-Banker gekommen. Du hast es geschafft, die Leute aus allen umliegenden Dörfern hier anzuziehen. Ja, ja, ich habe etwa 4000 E-Mails verschickt. Und Clubs und Jazzclubs, Bluesfestival-Leute und Glicken, Fasansglicken angeschrieben. Also, es war noch ein recht gutes Echo gewesen. Der Regierungsrat darf ja antreffen, hier, Urs Wietrich, ist unterwegs an einem fulminanten Wochenende in unserer Region. Urs, du hast schon mehrere Stationen gehabt, erzähl mal den ganzen Tag schon von einer Party zur nächsten. Zuerst war es keine Party, wir waren in Freiburg in Breisgau, wo es um die Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gegangen ist. Und zwar, was spannend ist, es ist nicht um die hohe Politik gegangen, sondern wie kommen Bürgerinnen und Bürger einander näher. Und dort hat man festgestellt, dass die Sprache ganz ein wichtiger Punkt ist, dass man es eben muss können verständigen, jeder in seiner Sprache, sonst kommt man nicht zusammen. Etappe 2 jetzt hat es mir gelangt auf die Schlussgänge am Jungschwingertag zu Oberwil. Und dann konnte ich bei der Rangverkündigung dabei sein. Jetzt tut mir die Hand ein bisschen weh, weil ich diesen kräftigen Jungschwingern die Hand geben durfte. Jetzt freue ich mich hier, dass ich einen Ausschnitt mitbekomme vom Bezirkszangfest und habe später noch einen Anlass, einen kleineren, im Rahmen von der Art Basel. So, und die nächste grosse Ehe bahnt sich an nach dem Regierungsrat und Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider ist hier bei mir. Elisabeth, du bist auch viel unterwegs gewesen heute, schon vom Schwingfest auch gekommen. Was erlebst du jetzt hier in Biel-Banken? Ja, das ist natürlich ein super Fest hier. Festzelt voll Sängerinnen und Sänger und das in Biel-Banken. Grenzüberschreitend über die Region hinweg macht man zusammen also ein grosses Fest und singt zusammen. Das entspricht natürlich meiner Gesinnung und da mache ich auch gerne mit. Und da freue ich mich wirklich jetzt auch auf den heutigen Abend. Hast du jetzt auch erwartet, dass so ein Gesangsfest nach wie vor so grosse Wellen schlägt? Oder hat das vielleicht auch mit Biel-Banken zu tun? Weißt du, das weiss man auch nicht genau. Es hat sicher auch mit Biel-Banken zu tun, weil Biel-Banken, das ist einfach der Fest heute. Wir haben so viele Vereine, so viele Leute, die es gewohnt sind, auch zusammen etwas auf die Beine zu stellen. Und in Biel-Banken tut man einfach festen und das merkt man auch mehr an. Ich habe ja meine Wurzeln in Biel-Banken. Ich kann ab der Politik auch mal so richtig festen und so richtig singen. Und von dem her freue ich mich auf den heutigen Abend. Das ist nämlich nicht nur Politik, sondern das ist in erster Linie auch gutes und geselliges Beieinander sein. Fragen wir gerade einen Besucher bei mir, ist der Jürg Humpel. Jürg, wie hat es dir so gefallen? Du hast auch ein paar Vorträge angehört. Ich durfte zwei Vorträge mit anhören. Ich finde es ganz toll und vor allem die Chöre, die ja Laiengehör sind, die geben nun wirklich das Letzte, was sie rausbringen aus ihren Kehlen. Und es ist auch begeisternd zu schauen, Dirigent vorne und jetzt Timogen Jans, der hier wirklich mitlebt mit der ganzen Seele und Herz. Es ist einfach erfrischend. Oh,
Jetzt habe ich mir schnell Präsidentin vom eben besagten Binninger Frauenchor geholt. Ursi, wie sind denn für euch die letzten Jahre gegangen? Ich hatte das Gefühl, der Chor ist wieder grösser geworden. Der wächst wieder. Ja, das ist so. Wir wachsen tatsächlich wieder. Und das haben wir, glaube ich, auch unserer Dirigentin zu verdanken, der Imogen Jans, die natürlich uns in der Stimmbildung recht aufgeholt hat. Ein paar Etagen weiter. Und das tut sich auch verbreiten. Und so sind wir wieder offen für weitere Zugänge, bei uns einmal reinzuschauen. Und vor allem auch unser 150-Jahre-Jubiläum, das wir letztes Jahr haben dürfen feiern, der Frauenchor, und der Kulturpreis, den wir dann gekriegt haben von der Bürgergemeinde Binningen, für unser aktives Gemeindeleben, auch im Namen von der Bürgerrat, nicht nur von der Einwohnergemeinde eigentlich. Ja, ist sehr aktiv und wir werden dieses Jahr 23. und 24. November das Weihnachtsoratorium vom Bach aufführen mit beiden Kirchenchören in Binningen, mit Orchester in Binningen, von der Musikschule, Lehrkräfte werden das Orchester sein und Solisten natürlich. Also es wird noch recht zugehen bei uns dieses Jahr. Nebst dem Weihnachtsmarkt, wo wir auch immer dabei sind und unsere heissgeliebten Äpfelkirchen brauen. Das ist eigentlich das, was so unser Leben im 2013 prägt. Sensationell. Ich frage nichts mehr nach. Habt ihr gesehen? Dani hat eine Frage und ich habe vier Informationen gebracht. Dankeschön vielmals, Ursi. So, und bei mir ist jetzt ganz ein wichtiger Mann, nämlich der Edgar Gündensberger. Er ist der Präsident des Männerchors in Biel-Benken. Zufrieden mit der Arbeit von deinen Männern? Sensationell, kein anderes Wort. Es ist einfach gewaltig, was die geleistet haben. Wir haben fast zwei Jahre geschafft. Und das Wetter stimmt, es stimmt einfach alles. Es ist gewaltig, kein anderes Wort. Hast du diesen Leuten müssen wirklich hinten dranbleiben oder hast du gemerkt, nein, da denken jetzt alle in der gleichen Idee? Es ist eine Eigendynamik entstanden und jeder genau gewusst, was er zu machen hat. Und das ist einfach gewaltiger Männerchor und das ist super. Es ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man natürlich in eine Festzelt reinkommt, wenn man hellgel begrüßt wird, wie man es jetzt von ihm begrüßt worden ist, da wird es einfach angestrahlt und dann kommt man ja gerne ans Fest. Ich hoffe doch, mit dem Wetter ja sowieso. Und es ist lustig auch noch. Also, was gibt es Besseres?